Ich höre hier was. Scheiß drauf. Und ein Scavarino, glaube ich. Ja. Lol. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Die Streamer-Challenge geht in den Tag 5 und das heißt für uns, wir müssen uns heute mit den Tasks auf Reserve rumschlagen. Auch hier sind die Tasks relativ ähnlich. Scavs killen bringt Punkte, mit einem Sturmgewehr die Scavs töten bringt nochmal einen extra Punkt und natürlich bringen hier die Guards von Gluha, Gluha selbst und Raider nochmal extra Punkte. Sowie natürlich auch die Streamer-Items Leben rausbringen, 5 Raids in a Row, Überleben und so weiter und natürlich auch gewisse Items extracten, gibt auch nochmal extra Punkte. Wir haben uns natürlich wieder, wie alle anderen auch, auf die Scavs manifestiert und die Guards und die Raider natürlich. Tatsächlich war die Waffenwahl diesmal ganz angenehm. Sturmgewehre allgemein liegen ja immer ganz gut in der Hand und gerade auch auf Reserve sind sie echt gut zu gebrauchen gewesen. Natürlich haben wir auf Reserve die eine oder andere Schwierigkeit, dass sich meistens alles so ein bisschen im Bunker abspielt oder dass natürlich auch Sniper sich an gewisse Spots verkriechen und da natürlich versuchen, ihre Opfer zu finden, was in einigen Fällen tatsächlich halt auch einfach klappt. Ich habe natürlich versucht, so viele Punkte wie möglich zu machen in der Zeit, die ich hatte, aber das ein oder andere Hindernis war natürlich auch wieder in diesen Raids dabei. Ich habe die ganzen Raids vom Stream natürlich wieder so knackig zusammengeschnitten, dass keine Unterbrechungen sind und das war's an dieser Stelle auch schon wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, einen Spawn hatten wir hier noch nicht. Ist noch sehr ruhig. Also ich habe bis jetzt noch nie einen Sound gehört. Okay, jetzt war auf jeden Fall ein Schuss da. Wir gucken nochmal runter. Scavarino ist trotzdem noch nicht hier. Also irgendwie ging das jetzt nach hinten los hier. Frage ist, auf wen schießt der Scav?
Scheiß drauf. Das war jetzt im Gebäude. Okay, weiß nicht, ob das ein Scaffer oder ein Spieler. Gehen aber gleich mal hinten hin und gucken. Auf jeden Fall sind dort irgendwas ist da. Also gehen wir auch mal dahin. Calls habe ich auch noch gehört. Zagustin. Ich denke, die Schrotze nehmen wir mal mit, falls wir tatsächlich hier doch in Ammo-Bredouille kommen, dass wir uns vielleicht noch wehren können. Aber ich sehe gerade, die Weste ist besser. Jo. Ding ist, jetzt können hier auch Spieler sein. Okay, scheint in erster Linie nicht so. Dann gucken wir mal rüber. Doch, irgendwas war hier. Ich glaube im Gebäude. Wir gucken jetzt hier nochmal an den Berg, wo wir gerade eben den Spieler vermutet haben oder was auch immer das war. Da ist was links. Hallo Simon! Ich höre hier was. Scheiß drauf. War nur ein Scaverino, glaube ich. Ja. Lol. Was ein Sack, ey. Steht er da hinten in der Ecke? Dann habe ich doch den steppen hören oben. No way! Sieht geil aus, das Game! Ja, das auf jeden Fall.
Wenn es jetzt noch einfacher wäre, wäre auch cool. Ich sage dir halt, wie es ist. Du wirst hierdurch wahrscheinlich schneller an einem Herzinfarkt tot sterben, als wenn du es nicht spielen würdest, wahrscheinlich. Um es mild auszudrücken. So, das meine ich nämlich, die Heilung haben wir jetzt schon wieder so gut wie aufgebraucht. Vielleicht hat der ja hoffentlich noch ein bisschen was dabei. Scaverino wieder, die brauchen wir. Klingt gut, okay. Dann ist es wahrscheinlich genau das... Scav ist noch hier draußen. Kurz die Arme wiederholen. Sonst wird's mit dem Ziel nix. Das kostet uns jetzt natürlich eure Zeit. Ich bin aber auch gerade so drauf gewesen, dass der Typ nicht mehr schießen kann, weil es hat eben geklickt und ich dachte, er hat keine Muni mehr. Deswegen bin ich so frontal auf ihn zu, würde ich normal gar nicht machen, aber das hätte mich auch fast das Leben gekostet gerade. Hätte ich keine 5er Armor an, wäre ich platt. Hi Vlado, Elas, herzlich willkommen, alle. Welcome. Scheiße, da kommt was. So, was bringst du mir mit? Ach du Heidi. Level 1! Level 1! Boy, why? Er bringt dir wenigstens ein Tusche. Wenigstens was zu essen. Die Munition ist mir egal. Das Ding auch. Hier kannst du alles wieder haben. Ach, dude, ey. Oh, das ist schön. Das bringt ein bisschen Geld. Die Munition knackt sich dir auch ab. Das ist mir egal. So. Jetzt müssen wir kurz mal ein bisschen Munition stacken. Wäre cool gewesen, wenn er noch ein Sturmgewehr dabei gehabt hätte. Weil wenn ich hier out of ammo gehe. Ich werde hier auch versuchen, hauptsächlich durch den No-Backpack-Exit zu gehen. Damit mich keine Exit-Camper... Das ist dein scheiß Ernst, Alter. Okay. Aber wenn das die Scavs unlockt, warum nicht, ne? Ist nicht das Problem. So, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall gleich zumindest nochmal 4 volle Magazine. Und nochmal, keine Ahnung, 18 Schuss als Reserve. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Aber schauen wir mal. Blado, wie geht's dir? Alles schigi. So, Tushonka können wir eben mal essen. So, vielleicht haben die Scaverinos gleich noch was dabei. Ja, ist schon wieder ein Scav. Nice. Ich muss versuchen, mit der Munition ein bisschen auszuhalten. Ach komm, er rennt wieder weg. Er rennt weg, okay.
glaube, die AKSU gilt auch als Sturmgewehr. Zur Not. Könnte ich mir die noch mitnehmen, aber so Kackmuni. Slugs. Wir haben, glaube ich, die eine Leiche von unserem Scabby noch nicht gelootet. Ach, mach ich denn? Ich mach die andere Tür zu, um dann durch die falsche durchzulaufen. AK-74N, auch Sturmgewehr. Könnten wir eher mitnehmen, je nachdem, was er gleich noch an Magazin dabei hat. Würde sich das eher lohnen, als die Schrotze. Weil damit können wir zur Not auch die Scavs für die Challenge noch killen. Er hat nämlich auch noch ein, zwei Max dabei. Sogar ein Juice, da können wir nochmal trinken. Den Juice gönnen wir uns. Und dann gehen wir gleich gucken, was wir noch an Scavies hier draußen haben. Player Scavs müssten mittlerweile auch gespawnt sein. Verarschen. Ist er? Er hat mir einen Stinkefinger gezeigt. Habe ich ihm gerade an den Lippen vorbeigeschossen? Habt ihr das gesehen? An den Lippen? Ich habe ihn eben einmal an den Kopf getroffen, direkt. Und der ist nicht umgefallen, der hat bloß geschrien. Sein Cappy hat es abgefangen. Ja, oder die Waffe hat natürlich jetzt wieder hart verzogen, aber... Ich habe das Gefühl, hier unten sind keine Scavs gespawnt. Ne. Schade. Wäre noch mal ein bisschen gönnerhaft gewesen. Können wir gucken, ob die Tour schon jemand raus ist. Ne, Bunker-Exit ist nicht genommen worden bis jetzt. Keine Scavs mehr hier? Sonst hat man K-Buildings auf jeden Fall auch immer noch mal ein paar von den kleinen Plünderer-Luschen, aber diesmal scheint hier tote Hose zu sein.
Hm, da ist ein Scav. Also die sehen mich schon, ich sie nicht, das ist ein bisschen schlecht. Okay, vom Scav erschossen. Es ist so typisch. Aber da, wo ich liege, kriegen sie vielleicht mein Stuff nicht. Ach, das war ein Spieler-Scav. Ach man, deswegen hat er so akkurat getroffen, Alter. Ich dachte, das sind ganz normale Scavs, die da gerade rumgelaufen sind. Scheiße. Una ein Gast. Ja, ich war unvorsichtig. Ist halt so. Level 1 Bier. Darfst du halt auch keinem erzählen, ne? Das ist, der Spawn gefällt mir hier nicht so. Weil ich nicht runter in den Dings möchte eigentlich. Wegen PvP. Deswegen hätte ich jetzt schon fast gesagt, wir gehen hinten wieder runter. Klamüstern uns hier kurz an den Busch. So, ich glaube hier. Und dann gucken wir mal. Ich will jetzt keinen Spielern über den Weg laufen. Wir haben hinten drei. Wir haben hinten drei Spawns. Davon können zwei die Laufrichtung hierher aufnehmen, weil schnell hier hoch und weiter. Meisten werden aber ins Gebäude gehen, denke ich. Ne, wir haben sogar vier Spawns in der Ecke, oder? Oh, wir beobachten hier kurz. Wie gesagt, den Keller wollte ich jetzt tatsächlich ungern im Bunker. Das ist so mit PvP verstreut 100 Pro, da kriege ich keine Punkte, ja. Gibt aber nicht mir die Schuld. Gibt bitte Battlestate Games so ein bisschen die Schuld dabei, weil ich sag mal so, okay, alles klar. Es ist doof gemacht an einigen Stellen. Aber es hätte teilweise auch schon einiges verändert, wenn PMCs eine attraktive Punktzahl gegeben hätten. Ich glaube, dann hätte das Event sich wahrscheinlich auch schon, hätte gerade auch bei der Community etwas mehr Anklang gefunden. Weil das wäre das Einfachste, was sie hätten verändern können. Ohne dass ich sage, da ist jetzt ein riesen Schnitz drin. Sniped einer. Nicht gut. Ich hoffe, der sitzt nicht auf einem Turm oder so. So, wie sieht das Scav-Spawn aus? Bei Minute 35 kann ich auf jeden Fall los. Da sollten genug Scavs gespawnt sein, dass es sich lohnt, unten in die Infights zu gehen. Da sollten sich vielleicht auch die ersten Positionen geschüttelt haben. Ich hoffe halt bloß, dass keiner jetzt hier King of the Roof macht. Und versucht alles aus der Entfernung, weil dann renne ich da unten rum wie ein Lemming. Aber Bewegung sehen wir bis jetzt tatsächlich noch gar keine. Was nicht unbedingt schlecht ist, aber ich meine jetzt, was Scavs angeht, wäre schon cool, wenn da vielleicht schon ein oder andere direkt auf dem Weg umklatschbar ist.
Moin Sandman! Ach, Sandmann der Echte. Ich dachte schon auf Englisch. Ich kann auch Sandman nennen. Wie geht's dir? Alles schick? So, nein, ich schimmel hier nicht die ganze Zeit ab und mache einen auf Camper. Warte kurz die 35 Dings ab und dann nicht runter. Dann müssten die Scuffspawns da sein und dann könnte ich mir ein paar Punkte snacken hier. Ah, ich denke, hier kommt diesmal keiner lang. Ich muss sagen, wenn ich aber an der Stelle spawne, dann renne ich hier eigentlich ziemlich gerne lang. Aber dann will ich meistens auch in den Bunker runter. Dann ist das schon eine relativ fixe Möglichkeit. Wir rennen gleich außen links lang. Und gucken dann einmal das Field ab. Ich hoffe bloß, dass jetzt keiner am Anfang irgendwo stehen geblieben ist und die ganze Zeit sniped. Dann habe ich nämlich gleich ein Problem. So, wir machen das alles ein bisschen weiter von hinten auf. Weil hier auf dem Field können wir auf jeden Fall ein paar Scabby Boys haben, die uns Punkte geben. Sollten vielleicht jetzt auch nicht mehr unbedingt so viele Player rumlatschen. Es sei denn natürlich, sie müssen marken, dann habe ich jetzt hier eine richtige super Position. Ich höre nicht einen Scav schreien, nix, gar nichts. Das ist drin. Ne, kein Scabby Boy hier. Das ist ärgerlich. Mikrolex. Okay, gucken wir am Bahnhof vorbei. Vielleicht haben wir hier ein paar rumstrübbeln. Mal, welche Tür waren das, die aufging? Die. Okay, auch kein Scav hier drin. Das hat sich fast so angehört wie ein Scaverino, aber bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, von wo der geschossen hat. Wahrscheinlich noch weiter hinten. Entweder. Ich hoffe nicht, dass es ein Spieler ist. I hope not. Nicht weil allgemein keine Spieler, sondern
Weil er dann in einer scheiß hohen Position ist und ich nicht weiß, wenn er wo er ist, dann kann ich nicht campen. Aber hier hinten ist schon wieder zu ruhig. Ich glaube, es sind schon wieder einige Leute, die hier oben noch rumstruggeln und mir meine Scavs wegnehmen. Oder er steht da oben auf dem Türmchen und schießt von da, da. Also, guck mal da. Ist das ein Spieler? Yes. Spieler. Okay, das ist schlecht, wenn er da hinten hingeht. Deswegen gehen wir jetzt Cable links und gucken, ob wir hier was machen, weil der dann wahrscheinlich unten in den Keller geht jetzt. Alter, diese Knarre. Habe ich was vergessen an den Attachments? Also die hat eben nicht so verzogen wie jetzt gerade, Alter. Herzlich willkommen bei Gunshot. Hier lernen Sie zielen, nicht. Ich dachte, ich kriege ihn easy mit dem One-Tap und habe einfach so an ihm vorbeigesprayt. Ich muss einfach wesentlich tiefer anhalten. Da kannst du dich auch bei der Challenge an keine Waffe gewöhnen, ne? Wenn sie angelaufen kommen, ist natürlich praktisch. Dann brauche ich nicht zu denen hin. Das ist schon gut. Das sind auf jeden Fall eher ein paar Punkte. So, nachladen ist wichtig und richtig. Ich hab nichts zu essen und zu trinken dabei, aber ich hoffe, dass die Scabby Boys vielleicht gleich ein paar Streamer-Items und vielleicht auch was zu essen haben. Oh mein Gott. Ein Helmsche. Wunderbare Helmsche. Und mal austauschen. Der ist wenigstens noch fresh. Sieht aus, als würde da ein Scav stehen, ne? SJ6 dem Dracula, siehst du, essen, trinken. Mehr wären jetzt hier nicht schlecht. Der wird nichts dabei haben. Hier sind Spieler, glaube ich.
oben. Sag ich ja. Ah, ein Spieler Scav. War wieder. Man kann zu erkennen daran, dass er gejumpt ist. Die Frage ist jetzt, ob er das war, der auf den Steinchen da rumgerannt ist, oder einfach nur noch ein anderer Scav-Player. Okay. Okay, es hat kein Scav geschrien, also... Scheint hier nicht wirklich was zu sein. Oder halt Scav-Player. Ich hoffe mal, dass jetzt beides nicht der Fall ist. Falscher Aufgang, oder? Nee. Okay, der Spieler hat hier aber nur ein Scav erschossen. Gar nicht gelootet. Sicher einer, der. Wer den Cent nicht ehrt und so weiter, ihr wisst es. Okay, dann machen wir dasselbe Spiel wie vorhin nochmal. Ach scheiße, wir sind von links gespawnt diesmal, ne? Aber ist egal, jetzt durften die Scavs hier links sein. Weil K-Buildings haben wir. Jetzt gucken wir, ob da, wo jetzt eben keine waren, ob da jetzt welche sind. Ausdauer! Schon wieder keine Scabby Boys, Alter.
Magazine sind voll. Ist auch ungewöhnlich. Ich sehe draußen normal immer mal ein, zwei Scavs. Die Sounds wieder, der wird irgendwo unter mir hängen. Ist doch alles scheiße. Oh Gott, hab ich mich erschrocken, Mann. Oder mal ganz ehrlich, das hat sich doch angehört, als wäre er irgendwo in einem Raum auf meiner Ebene und nicht unter mir. Ah, nur 6 Scavy Boys. Es müssen mehr werden, so lohnt sich das nicht. Okay, wir sind jetzt... Warte mal, welcher ist das? Nee. Mm-mm. Okay, das warten wir kurz ab. Ah, okay, Essen trinken habe ich gemacht. Gut. Jetzt können wir unsere Hotkeys legen. Ist ein beschissener Spawn hier hinten. Deswegen warte ich kurz ab, weil wir hier den Sandwich-Spawn haben. Das Konzept ist voll cool, dass man Sachen verliert, aber man kommt zu schnell an neue Sachen ran. Und das ist so ein bisschen das, ich glaube, jeder würde anders spielen, wenn man andauernd verliert. Oder beziehungsweise so viel verliert und nicht dran kommt. Aber jetzt ist natürlich das Ding, dass sich hier oft ein paar Snipers positionieren. Ich hoffe, ich habe das Pech heute nicht. Wieder dolle ruhig, ne? Mm-hmm.
So, Scavarinos höre ich noch nicht schreien. Ich denke, wir gehen mal in die Cable-Dings rein. Ne. Da drin ist was los. Sniper wieder. Mein Gott, hab ich mich verjagt. Der lag auf dem Bahnhof. Der lag auf dem Bahnhof. Ich hab den Schuss, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt noch. Er lag auf dem Bahnhof auf der Seite. Hier wollte ich eigentlich nicht hin, weil hier halt die meisten Leute herkommen. Okay, das ist Bunker unten. Das ist draußen. Wir haben direkt rechts von uns halt auch einen Spawn, oben auf dem Berg. Ach, wo ich tatsächlich jetzt nicht weiß, will ich da hin oder will ich da nicht hin? Meine Fresse, ey. Es muss überall, muss irgendwer rumhängen. Wenn er jetzt die ganze Zeit auf mich aimt, komme ich hier nach links und rechts nicht weg.
Versuche ich es jetzt hier wegzukommen oder nicht? Ich werde wahrscheinlich sterben. Okay. Da sind wir nochmal weggekommen. Da unten wird geschossen. Da unten sind schon Spieler. Aber wo? Ist das in den Buildings drin? Jetzt schießen sie wieder, wo ich mich bewege. Scheint ganz drüben zu sein. Schon wieder kein Scav. Doch, hier ist ein Scav. Wo sitzt denn der Idiot? Ich sehe nicht. Das sind alles nur Scavs gewesen gerade? Und ich war auf Einzelschuss. Mein Gott. Jetzt war das... Habe ich auf Burst gestellt.
Immerhin zwei Scavs. Aber der Rest verläuft jetzt hier, glaube ich, hoffentlich noch ein bisschen besser. Der Raid wird scheiße. Bin jetzt schon so aufgebraucht hier. Ich mach mir jetzt die Arme, dann werfe ich mir einen Stim und dann hoffe ich, dass der mich hoch genug heilt, weil ich habe nur noch 169er Eifek. Da geht auch alles schief, was schief gehen kann hier in den ersten Raids. Kannst du glauben. Ich fühle mich gerade wie ein Anfänger. Ist das der Boss? Irgendwas hat er gerade anders geschrien. Oder ich kenne die die Voiceline noch nicht vom Scav. Junge, der Raid ist sowas von drüber. Schreien die denn? Gehen, glaube ich, mal runter. Ein Skeps hier. Nochmal zwei Scavy Boys, wir haben nur noch eine Aufladung beim Surf Kit.
Das Einzige, was jetzt echt praktisch ist, dass hier unten wenigstens ein paar mehr Scavs auftauchen. So kann ich wenigstens vielleicht noch ein paar Punkte nachholen hier. So, wenn die jetzt noch ein bisschen Heilung da haben, dann wäre das natürlich extremst geil. Auf jeden Fall haben sie Essen da, das ist schon mal gut. Rucksack. Streamer-Item. Splint. Oh, jetzt sehe ich gerade wieder nichts. Praktisch, dass die hier lang kommen. Schon alle geflattert? Ja, ich denke. Das war über mir. Über mir werden Scavs erschossen. Bei den K-Buildings. Da links. Da hinten.
Falsch. Ich weiß halt nicht, ob das tatsächlich... Also der eine war auf jeden Fall ein Spieler, das war Spieler Scav von den K-Buildings, der da gerade noch auf mich geschossen hat. Denke zumindest, dass es einer von den K-Buildings war. Oh, meine Armor ist völlig am Arsch. Geht jemand? Okay. Gucken wir mal. Shit. Wenn ich Pech habe, bekomme ich gleich Besuch. Ja. Hier rechts ist schon was. Thank you.
Scheiße. Die Waffe verzieht zu doll. Fuck, ey. Ja, schade. Der wollte entweder die Leute beim Zug abfacken oder wollte selber rauf. So, keine Ersatzmuni mehr. Scheiß drauf, ey. War ein Kack Raider oder was? Ja, so Raider hier. Wahnsinn. Dann war das unten auch ein Raider. Das Ding ist, wo sind die anderen? Spawnt hier dich doch nicht nur ein Raider. Da hinten sind welche. Nice, da war er auf jeden Fall. Also entweder war es jetzt gerade der Raider, der mich da gerade one-tapped hat. Das war ein Raider. Ach, Mann. Das war auch am Anfang kein Spieler, der da von mir weggerannt ist. Das war der Raider. Ich hätte ihm einfach hinterherlaufen können. Scav, Scav. Oh mein Gott. Ich habe 3 Guards getötet. No. Das sind die Guards von Gluha. Gluha ist hier noch irgendwo in der Nähe gewesen. Ah, ja, okay. Guards geben auf jeden Fall Punkte. Das ist schon gut. Oh, nö. Nein, nein, nein. Oder? Wo ist das? Nein! Schon wieder im Sandwich. Das ist jetzt das 3. Mal der Sandwich-Spawn. Den gebe ich mir nicht. Da bin ich nicht so blöd und renne direkt hoch. Links von uns, der Spawn kann direkt zu uns rennen. Und rechts, die wollen auch möglichst übers weite Feld direkt ins Gebäude rein. Die können jetzt erstmal reinrennen und ich renne wieder außen rum. Ich habe keine Wahl.
Okay. So, ja, aber wegen der Verfügbarkeit wird nicht viel übrig bleiben. Ja, das stimmt auch wieder, hast recht. Da hast du auch wieder recht. Ja, gucken wir mal, was verfügbar ist. Vor allem ist ja auch noch bei der Challenge, du kriegst wieder extra Punkte, wenn du, also nochmal einen extra Punkt auf den Scav, wenn du den unter 50 Meter erschießt. Das heißt, am besten auch noch an die Scavs ranlaufen. Möglichst nah. So, gehe ich direkt über die Kale-Buildings oder springe ich hier rüber? Schon wieder sehr ruhig. Ich höre nirgendwo was schießen. Oh, wenn jetzt gleich wieder ein Sniper auf dem Bahnhof liegt, ne? Der da rumschimmelt. Sehr ruhig. Er hat mir mit einem Schuss beide Arme weggeschossen. Okay, der Recoil ist bei der Schulterstütze doch ein bisschen anders. Ich lerne das auch nicht bei der M4. Wenn ich auf
auf Vollauto bin, einfach ein bisschen tiefer anzuhalten als der Kopf, dann, weil die so hoch zählt, dadurch, dass die direkt die Salve wegdibbelt. Ah, naja. Wie sagt man, manche Sachen lernt man halt auch einfach nicht mehr. Sag mal, wie verreiß ich denn? Ach, keine Ahnung, Alter. Ich werde mit den Waffen heute nicht mehr glücklich, glaube ich. Vielleicht sollte ich allgemein auch mit der M4 auf Einzelschuss spielen, keine Ahnung. Dass ich verballer da eine Munition. Vielleicht muss ich auch zum Optiker. Vielleicht sehe ich auch bloß mal, dass ich drauf bin und bin es in Wirklichkeit gar nicht. Hoffentlich haben die vielleicht ein Streamer-Item dabei oder so. Oder trinken. Ich habe nicht getrunken, Alter. Bevor ich in den Raid bin. Oh. Nee, das sind zwei gewesen. Oder nee, der Quatsch, der erste. Stand ja auch hier. Das sind Old Flakes. Das ist zwar was zu essen, aber ich brauche was zu trinken, Dude. Ach, nicht schon wieder essen. Trinken, Leute, trinken. Hier habe ich geblutet. War der erste auch hier hinten? Hm. Okay. Wo ist der? Oh, trinken. Oh, wie geil. Okay, Glück im Unglück. Oh, so viel Essen, ey.
Also meine eigenen Steps hören sich manchmal so eigenartig an, als wenn hier noch wer geht. Glaube ich, kaum andere Sachen gehört außer meine Schüsse. Ich glaube, ich renne jetzt einmal kurz rauf zu den K-Buildings gleich. Wenn da nichts mehr ist, renne ich links rum. Oh. Links ist was gerannt. Wann und Scav? Ich war mir nicht sicher. Gerade dann auf Metall gerannt. Auf Holz meine ich. You just killed me, I was Scav, isn't day 5 over? No. Only 35 minutes left for day 5. Sorry, Merry Crisis. I thought you were a normal Scav. Sorry for wasting time, better luck next time. In 35 minutes, I'm just away from reserve, then it's lighthouse, so maybe it's better to come back to reserve at 2 o'clock p.m. Sorry for my English. Hier war noch irgendeiner auf Holz. Das ist hinten. Ne, hier nichts mehr. No worries, okay. Hab Scav gehört. Was ist das? Was, Lojibi? Da drinnen.
Come on. Oh, eine Püppisch. Kein Scav. Hier. No Scav. Hm. Naschuk Bute, wo bist denn du? Tip 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 tip. Kurz was zu trinken. Ja. Little bit to drink, please. Komm, ein paar Scavarinos sind doch hier bestimmt noch irgendwo. Nee, hier nicht. Drin auch nicht. Hm. Dachte ich etwas gehört. Tür. Ah, hier ist jemand drinne. Diablo, Alter, ich hab die Nate gehört und direkt hinlegen gedrückt. Ich hab mich so erschrocken, hatte innerlich.
Der hängt hier oben. Hört sich an wie ein Scav. Ist der draußen? Oben? Oder was? Nochmal das, gell? Ja, okay. Ich dachte erst, der hätte gelootet oder so am Anfang, aber war doch nichts Wildes. Ja, man weiß halt nie, ne? Ja, sonst ist hier jetzt nichts mehr. Da drüben, oder? Also die Pöppisch ist jetzt da drüben. Bin Scav. Aber wo? Ach, egal. Gucken wir mal, dass wir hier nochmal runterkommen. Ist nichts mehr.
Gucken wir noch schnell in den Bunker runter. Da hinten sind jetzt Scavarinos oder was? Ja, ich glaube, ich kriege hier keine Scavs mehr ab. Scheiße. Ich habe aber auch nichts, was sich lohnt rauszutragen, deswegen. Doch, da ist ein Skiff. Da ist ein Skiff. Wo bist du? Da. Hä? Wo ist der Skiff hin? Oh, come on, ehrlich jetzt? K-Buildings, irgendwoher kommen noch die ganzen Schüsse noch. Wer ballert denn da rum? Hier wird die ganze Zeit geschossen, aber jetzt komme ich hierher und es ist nichts. Raider. Ich sehe nicht. Ach, come on, Alter. Okay, pass auf, wir gehen rüber.
Wendy denn? Beim Bahnhof oder was? Spieler. Ja, sorry, Dude. Rauskommen tue ich jetzt eh nicht mehr. Sehe jetzt bloß noch zu, dass ich vielleicht Scav kriege. Ne? Wo ist denn der andere? Hier war doch noch irgendwo einer. Na komm. Wo denn? Ich sehe ihn nicht. Ja, Alter. Ja. Okay. Rüstung und Waffe habe ich noch weggeschmissen gekriegt. shit, aber wenigstens noch ein paar Scavy Boys, ey. Das war sonst nämlich ziemlich mau. 12 Stück. Brusher. Brusher, tut mir leid. Ich dachte tatsächlich, du bist vielleicht noch ein Raider oder irgendwas. Also, dass du jetzt als Spieler da noch warst, habe ich überhaupt gar nicht erwartet.